komme aus einem kleinen Dorf, das heißt Weckis. Ich mache schon seit längerer Zeit Musik. Jetzt seit 2008 bin ich auf Solopfaden unterwegs und das macht sehr viel Spaß. Ich war früher im Bankbereich tätig. Ich habe sehr lange auf der Bank gearbeitet, aber immer nur Teilzeit. Also ich habe dann ziemlich schnell meine Liebe zur Musik entdeckt, etwa im gleichen Alter wie während der Ausbildung eigentlich. Und habe dann immer nur Teilzeit gearbeitet und deshalb bin ich eigentlich schon lange im Musikbusiness und war viel unterwegs, vor allem in der Schweiz. Und dann eines Tages, das war 2002, habe ich mich dann entschieden, voll auf die Karte Musik zu setzen. Rutherford to his brothers, marching arm in arm. Say what's mine is yours, that's just the way it was. He put it all on the line, in the name of love. They run all walks of life. In erster Linie möchte ich gerne den Leuten, die an die Konzerte kommen oder die Musik zu Hause hören oder wo auch immer, eine gute Zeit bereiten und vielleicht, dass sie mal in den 1,5 Stunden Konzert den Alltag vergessen können. Also vielleicht, es gibt Leute, denen geht es nicht so gut, die kommen aus einer strengen Arbeitswoche an ein Konzert und die können dann abschalten und vielleicht auch neue Energie tanken. Und das ist, finde ich, ein schöner Nebeneffekt meines Berufes, dass ich da Leute mit in eine Welt nehmen kann und vielleicht auch ein bisschen aufstellen kann oder motivieren kann oder einfach eine gute Zeit geben kann. Wir haben noch einige sehr schöne Konzerte anstehen, wie zum Beispiel das Jazz Festival Montreux oder Gurten Festival, große Festivals, auf die ich mich sehr, sehr freue. Dann geht es im Herbst noch auf eine kleine Herbsttour und dann kommt im Herbst auch meine erste Single in den Benelux-Ländern, wird veröffentlicht da. Und auf das freue ich mich natürlich sehr. Das ist noch ein neues Terrain, auf das ich mich begeben werde. Keine Ahnung, was da passiert. Also ich würde mich sehr freuen, da natürlich auch im Ausland noch vermehrt Touren zu gehen. Das bleibt also ein bisschen offen. Gleichzeitig bin ich am Songschreiben. Es gibt ein neues Album, das sollte 2012 herauskommen dann.